Digga, danke, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem kurzen Video auf dem VfB Klantenie, sprich der Corona. Und heute muss ich nur ein kurzes Video machen, und zwar das für einen ganz einfachen Grund. Ich habe versucht, meine Real-Life-Story, also ich hatte eine Real-Life-Story als nächstes Video, versucht zu schneiden, und Sony Vegas ist mir viermal fucking abgekackt. Und ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, das Video fertig zu schneiden, weil es noch ein fünftes Mal abkacken wird. Ich weiß ganz genau, irgendwas stimmt mit dem Programm nicht und ich muss das Programm erstmal ein bisschen fixen oder vielleicht ein anderes Programm benutzen. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall ein richtig cooles Video. Werdet ihr nächstes Mal sehen, wenn ich dran bin, denke ich mal, dass es dann wieder funktioniert. Ist mit Facecam und auch einer ordentlichen, keine Angst, sogar mit Facecam-Rahmen, dies, das, Ananas. Und im Hintergrund seht ihr einen 92-Sekunden-Nuklear von Speedy erspielt. Ist ein richtig cooler Typ, Alter, der ist erstens neu gejoint. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Noch ein paar kurze Informationen. Wir haben jetzt ein E-Sports-Team aufgemacht bei Xbox. Ja, den Link, ihr werdet ihr jetzt noch nicht in der Beschreibung haben, aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wenn der eröffnet wird. Der wird dann auf jeden Fall auch in der Beschreibung zu finden sein. Und ja, erstes Video wird auch die Tage kommen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt reden soll. Ich kann euch ja mal sagen, um was es in der Real-Life-Story geht. Und zwar geht es, dass ich ein Blind Date hatte, und ja, Blind Dates verlaufen nicht immer so, wie man sich das wünscht, und das ist auf jeden Fall eine richtig witzige Story, da könnt ihr euch schon drauf freuen, könnt ihr mir mal in der Bewertung zeigen. Das letzte Video wurde relativ okay bewertet, bin ich eigentlich mit zufrieden. Gut, die paar Dislikes kamen wahrscheinlich zusammen wegen der Facecam, aber naja, kann ich nichts machen. Genau, das Gameplay neigt sich wahrscheinlich jetzt zum Ende und ich möchte jetzt nicht hier wieder ein zweites Gameplay einfügen müssen. Also ich bedanke mich, dass ihr dieses kurze Video bis zum Ende geschaut habt, und wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt nicht meine Real-Life-Story hochladen konnte. Haut da rein!